eine Sommerwiese. Voller Krabbeltiere, unscheinbar und klein. Sie sind rätselhaft und doch irgendwie kleine Riesen. Insekten waren die ersten, die fliegen lernten. Seit 400 Millionen Jahren beherrschen und verzaubern sie den Planeten. Ein Schmetterling, eine schöne Wildbiene, die bringt so viel Freude und Glück. Das ist einfach Teil unserer Kultur und Teil unserer Natur und Teil der Schönheit, die uns glücklich macht. Insekten sind das Erfolgsmodell der Evolution. Doch das Wiesenglück ist bedroht. Denn die Menge an Insekten geht weltweit zurück. Teilweise sterben Arten sogar aus. Gut so, wird da mancher denken, wo doch solche schwarzen Käfer eklig krabbeln, Zecken fiese Krankheiten übertragen, Spinnen sowieso widerlich sind und von Stechmücken wollen wir hier erst gar nicht anfangen. Wenn sie also weniger werden, eigentlich super, oder? Doch ist ihr massenhafter Tod tatsächlich super? Es ist still geworden über den ausgeräumten Landschaften und das ist beunruhigend, denn Insekten sind die Grundlage des Lebens auf der Erde. Wenn uns da die Insekten wegfallen, Ökosysteme zusammenbrechen, dann ist das eine Katastrophe für uns. Wir brauchen sie, diese verborgenen Schönheiten. Doch die Uhr tickt. Dieser Film erzählt von der Welt der Insekten und ihrer Zerbrechlichkeit. Und von Menschen, die sich dem rätselhaften Verschwinden dieser Kreaturen entgegenstemmen. Denn sie wissen, ohne sie wird uns die Nahrung ausgehen. Diesen Raubbau in der Landschaft, dieses immer mehr haben wollen, diese Habgier, alles von den Feldern runterraffen bis zum letzten Körnchen und ja nichts für die Tiere übrig lassen. Und dieser Irrsinn, der bringt mich also manchmal in Rage. Wenn wir nochmal 15 Jahre warten, dann sind die Insekten wirklich weg. Ja, das ist ähnlich wie beim Klimawandel. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir jetzt handeln müssen und wir müssen enorm handeln. Mehlwürmer, die gibt's gleich zum Frühstück. Und die Gäste sind schon da. Wir beginnen unsere Recherchen zum Schwund der Insekten bei einem Vogelexperten. Das ist kein Widerspruch, denn die Welt der Insekten und die der Vögel hängen eng zusammen. Professor Peter Berthold ist einer der namhaftesten Vogelkundler in Deutschland. Der Ornithologe leitete die Vogelwarte Radolf Zell des Max-Planck-Institutes. Er liebt das Leben in der Natur. Das gehört zu mir so wie Atmen, Essen und Trinken. Also an den Tagen, wo ich in irgendeiner schrecklichen Stadt übernachten muss, in irgendeinem fürchterlichen Hotel mit Eiern, wo ich nicht mal weiß, wo die herkommt, da merke ich schon, wie mir der eine Tag schon wehtut, wenn ich hier nicht bei meinen Vögeln bin. Und wenn ich morgens feststelle, die Beine sind in Ordnung, der Kopf ist in Ordnung, ich kann aufstehen, und kann demnächst zu meinen Hühnern, dann ist eigentlich schon ein glücklicher Tag. Also das ist schon absolutes Lebenselixier, Lebensfreude. Endlich geht es los. Die Schlacht am kalten Buffet. Das ist ein richtiges Paradies. Heutzutage. Früher wäre es keins gewesen, früher wäre es Alltag gewesen, weil früher hat es im Dorf und in allen Dörfern von Garmisch bis Flensburg überall so ausgesehen. Fast in jedem Haus wurden Hühner gehalten. Die Hühner wurden draußen gefüttert, haben sie ihr Futter gesucht. Und was kam zu den Hühnern? Die Sperlinge und die Meisen und die Rotschwänzchen und die Amseln und die Stare. Und so war das ganze Land durch die kleinbäuerlichen Betriebe praktisch flächendeckend mit Vögeln besiedelt. Von der Küste bis zu den Alpen. Und heute muss man sowas also künstlich herstellen. Wo sind dann die Vögel? Wo sind die Vögel? Die sind im Himmel, im Vogelhimmel. Denn Vogelbabys brauchen Insekten als Nahrung. Und vor den Vögeln sind bereits unzählige Insekten in den Himmel gekommen. Peter Berthold beobachtet den Insektenrückgang seit vielen, vielen Jahren. Damals in den 70ern, während seiner Anfangsjahre im Institut, fütterten sie ihre Vögel mit selbstgefangenen Insekten. Jahr für Jahr ging die Menge an Futter zurück. Bis auf null heutzutage.
Wir haben seit 1800 ungefähr 80% unserer Vogelindividuen verloren. Und zwar querbeet durch alle Arten, Zugvögel, Standvögel, Insektenfresser, Körnerfresser. Und wenn man nach den Hauptgründen schaut, ist einer der ganz wesentlichen Gründe, ist Habitatverluste, also Verluste von Brutgebieten, in denen der Vogel leben kann, durch Überbauung, durch Zerstörung, Zuschütten von Teichen. Aber genauso entscheidend wichtig ist der Verlust an Nahrung. Und zwar beides, die Körnernahrung, also die pflanzliche Nahrung, als die tierische Nahrung, die Insektennahrung. Professor Berthold sagt Alarmierendes. Regelmäßig sitzt er in seiner Hütte und zählt den erschütternden Niedergang. Früher gab es Wildkräuter in den Weizenfeldern. Durch sie entstanden jede Menge Körner, von denen die Vögel lebten. Das ist heute vorbei. Peter Berthold sieht die intensive Landwirtschaft als Verursacher. Sie sei zu sauber, zu effizient, sagt er. Darum sieht es in seinem Reich ganz anders aus. Etwa auf seiner Streuobstwiese. Hier gedeiht Vielfalt. Gräser und Wildkräuter, die auch für Insekten so wichtig sind. Die Insekten, die früher in Hunderten und Tausenden von Arten auf diesen verschiedenen Kräutlein gelebt haben, die sind auch mit weg. Das heißt also, die gesamte Feldflur aller Maisfelder, Weizenfelder, Gerstenfelder, Haferfelder ist heute, was Nahrung anbelangt, für unsere Vögel eine Wüste, ohne irgendeine Nahrungsgrundlage. In den Hausgärten sieht es nicht viel besser aus und dann bleibt an für sich nicht sehr viel übrig. Und deswegen haben wir natürlich einen dramatischen Rückgang durch Lebensraumverlust und durch Nahrungsverlust. Bei Vögeln und bei Insekten. Sie retten sich auf die letzten naturnahen Wiesen, wie hier im Hunsrück. So eine seltene Magerwiese muss man heutzutage lange suchen. Eine extensiv genutzte Wiese ohne Düngung, ohne Gülle. Heimat von weit über 100 Pflanzen- und Insektenarten. Auf einer bäuerlichen Hochleistungswiese dagegen leben nur noch eine Handvoll verschiedener Arten. Wie kann eine Landnutzung aussehen, die unsere Insekten schützt? Wir fahren an die Universität Freiburg. Am Institut für Naturschutz und Landschaftsökologie erforscht Alexandra Maria Klein die Funktion von Insekten für Agrarlandschaften. Die Bedeutung dieser Arten sei gar nicht hoch genug einzuschätzen, sagt die Professorin und schaut genau hin. Um ins Detail zu gehen, um die Art herauszubekommen, gucken wir uns manchmal die Haare an, wir gucken uns jede einzelne Pore an und man sieht einfach zum Beispiel die Antennen, diese Hörner, die die Bienen haben, dann zählen wir auch, sind das ja, wie viele Glieder es hat, da können wir sehen, ist es ein Männchen, ist es ein Weibchen. Wir sehen, ob die Biene Pollen gesammelt hat. Wir können schon einordnen, so nach der Farbe. Das ist immer ganz faszinierend, was sie für Pollen gesammelt hat. Die Professorin erforscht, wie die Vielfalt von Pflanzen und Tieren in unserer Kulturlandschaft dauerhaft erhalten werden kann. Insekten sind da unersetzlich. Es gibt Zehntausende von Insektenarten. Eigentlich sind sie für alles notwendig. Sie zersetzen altes Holz, räumen Leichen und Kot ab und sorgen für eine saubere Umwelt. Sie sind außerdem fleißige Bestäuber, schenken uns Obst und Gemüse. Ohne Insekten würden Tiere verhungern. Fische, Molche, Eidechsen und Vögel. Eigentlich gäbe es gar nichts mehr. Weder Pflanzen noch Tiere. Nur blanken Boden und graue Felsen. Selbst Kaffee und Schokolade gäbe es nicht ohne Insekten. Der Zeppelinhof in Unterteuringen am Bodensee. Der Bauer hier hat etwas Besonderes vor mit seinen 100.000 Apfelbäumen, die Bestäuber brauchen. Zusammen mit Alexandra Maria Klein von der Uni Freiburg. Die beiden wollen einen Teil der Bäume abschirmen. Markus Marschall ist kein Biobauer. Trotzdem hält er sich Bienen, hat Blühstreifen und Wildbienenhäuser. Ist denn in diesem Obstparadies das Insektensterben überhaupt ein Problem? Ja, das ist ein Problem für mich. Ich hänge irgendwo an der Natur. Und die Insekten, die brauchen wir auch. Die brauchen wir für die ganzen Vögel.
Was passiert, wenn die Insekten nicht mehr da sind? Wenn die Wildbienen und all ihre anderen Kolleginnen einfach verschwinden? Alexandra Maria Klein will diese Frage klären. Mit einem ungewöhnlichen Experiment. Ach, das reicht für die 5 Bäume, reichen die 3. Ja. Dazu packen sie einige Apfelbäume ein. Markus Marschall hat kurzerhand Wasserrohre organisiert, die einem Netz den nötigen Halt geben sollen. Ich habe ausgedacht, ja. Es muss einfach und schnell gehen. Ja, wir kennen da kurz und groß Aufwand betreiben. Jetzt. Oh, die sind ja richtig schwarz. Jetzt kommt das Netz. Es soll in einer Parzelle sämtliche Insekten von den Blüten fernhalten. Der Schleier muss zusätzlich installiert werden zu den vorhandenen Hagelschutznetzen. Schier endlos die Apfelplantage und mittendrin das Experiment. Von der Maschengröße ist das optimal. Also hier werden die Insekten keinen Durchgang finden. Keins der Insekten ist bestäubt. Aber der Wind kann den Pollen noch durchschleudern. Denn außer den Insekten kann auch Wind die Blüten der Apfelbäume bestäuben. Äpfel können aber auch einfach so entstehen. Hier so. Das ist natürlich ein bisschen nicht ganz gerade, aber es macht ja nichts, oder? Wieso kommt da ein rotes Schild nach? Weil wir wollen hier keine Bestäubung haben, die Bienen rauslassen. Hier sollen die Insekten draußen bleiben. Doch nebenan? Hier wollen wir, dass die Bienen bestäuben, dann nehmen wir Gelb für die Honigbiene. Ja. Jetzt kommt unsere Handbestäubung. Und da wollen wir einen machen, der, wo wir alle Blüten bestäuben, ganz optimal. Den nehmen wir mit Grün. Hier wird der Mensch Bestäuber sein. Wenn wir am Ende dann mehr Äpfel bekommen und die haben auch eine hohe Qualität, dann würde das bedeuten, dass es hier am Bodensee nicht genug Bienen gibt. Dann wäre die Handbestäubung unter dem Netz besser als das, was die Natur zustande bringt. Alexandra Maria Klein erwartet für die abgeschirmte Parzelle, dass es dort deutlich weniger Äpfel geben wird. Die Marschalls sehen das nüchtern. Ich sage immer, wenn ich eine Biene sehe pro Baum, das reicht mir. Also in meinen Augen ist das alles recht. Wenn ihr das macht und die Versuche startet hier, was die Biene bewirkt. Aber ich denke, ich sag's jetzt mal knallhart, es gibt Äpfel auch ohne Biene. Wird er damit recht behalten? Wir werden sehen. Ein kleines Experiment am Bodensee, ein großes Forschungsprojekt in der Eifel. 8 wissenschaftliche Institute haben sich zusammengetan, um gemeinsam die Ursachen des Insektensterbens zu untersuchen. Dabei sind auch Wissenschaftler aus Krefeld, die mit ihren Forschungen weltweit für Aufsehen gesorgt haben. Am bekanntesten ist Dr. Martin Sorg. Er hat vor 2 Jahren eine alarmierende Studie veröffentlicht. Derzufolge sind in einem Zeitraum von knapp 30 Jahren in einigen Teilen Deutschlands die Menge der Fluginsekten um mehr als 75% zurückgegangen. Mit dieser Zahl machte er weltweit Schlagzeilen. Seine Fallen postiert er entlang einer gedachten Linie, der Messlinie. Sie reicht von einem konventionellen Acker bis in ein Naturschutzgebiet hinein. Die Forscher hoffen, eine Veränderung entlang dieser Linie erfassen zu können. Was passiert da in der Kontaktzone zwischen Naturschutzgebiet und normaler Landwirtschaft? Die Chefin des Projektes ist Livia Schäffler. Sie will den Auswirkungen der landwirtschaftlichen Praxis nachspüren, etwa dem Einfluss von Pestiziden und Dünger auf die Vielfalt von Pflanzen und Tieren in den angrenzenden Naturschutzflächen. Gemessen, gefangen und beprobt wird so ziemlich alles. Fliegende und laufende Insekten, Vegetation, Vögel und Fledermäuse. Das sind Bodenfallen für bodenlebende Insekten. Laufkäfer zum Beispiel. Da haben wir hier eine Röhre gebohrt. Dann ist hier der Trichter, über den die Insekten einsteigen können.
und fallen dann in den Alkohol, wo sie für die DNA-Analyse später konserviert werden. Den setzen wir hier so drauf und machen den Eingang schön genehm für den Käfer. Gut. Ja. Dann machen wir jetzt den. Können die Forscher so die Ursachen finden für den Schwund der Insekten? Ja. Man kann einkreisen, welche Faktoren dafür verantwortlich sind. Das werden wir leisten können. Und darauf basierend kann man evidenzbasierte, also tatsachenbasierte Politikberatung betreiben und auch mit den Landwirten zusammen im Nachgang Anpassungen entwickeln, die dem Landwirt sein Auskommen ermöglichen und dennoch der Biodiversität mehr Raum gibt. Genau. Wir begleiten Martin Sorg nach Krefeld. Unterwegs hat er noch Proben eingesammelt, die jetzt analysiert werden. Ein paar weitere von Zehntausenden, die sie bereits analysiert haben. Wir haben in der Entomologie einfach das Problem der hohen Artendiversität der Insekten. Wir wissen, dass es in Deutschland deutlich über 33.000 Insektenarten gibt. Und über die überwiegende Zahl dieser Arten sind unsere Informationen in hohem Maße defizitär. Was man freilich weiß, die Zahl der Insekten geht dramatisch zurück. Diese Erkenntnis kam unter anderem zustande, weil die Krefelder ganz systematisch fangen, zählen und bestimmen. Immer auf die gleiche Art und Weise, seit Jahrzehnten. So produzieren sie belastbare Daten, hinterlegt mit einem einmaligen Archiv sämtlicher Proben, die auf dem Dachboden lagern. Insektenforscher wurden viele Jahrzehnte belächelt und nicht ernst genommen, mit ihrer Erbsenzählerei und ihrem verschrobenen Image. Eine gewaltige Fehleinschätzung. Heute fehlen Entomologen an allen Ecken und Enden. Die Ausbeute des Fangs wird gesichtet, bevor es dann ans Zählen geht. Martin Sorg vermutet, dass bereits mindestens 1400 Arten ausgestorben sind, auch bei uns im Südwesten. Und die Quote des Aussterbens beschleunigt sich auch noch, sagt er. Naja, also was wir als besonders gravierend empfinden, das sind Artenverluste in ganzen Regionen. Also wenn Arten für ein ganzes Bundesland oder für ganz Deutschland verschwinden, dann ist das ein Vorgang, wenn die Region halt eine gewisse Größe hat. Dann muss man eigentlich davon ausgehen, dass es ein für absehbare Zeiträume irreversibler Biodiversitätsschaden ist. Der Befund des Wissenschaftlers ist dramatisch. Ist eine Insektenart in einem Gebiet erstmal verloren, kann sie nicht wieder angesiedelt werden. Zu speziell sind die Anforderungen der Insekten an ihren Lebensraum. Das wahre Ausmaß des Insektensterbens ist erst in Umrissen bekannt. Im Forschungsmuseum Alexander König in Bonn analysiert Livia Schäffler derweil erste Proben aus der Eifel. Welche Insektenarten sind darin enthalten? Vorbei sind die Zeiten, als man Insekten einzeln auszählte. Es gibt kaum noch Taxonomen, also Experten, die die Arten gut kennen. Es würde Jahrzehnte dauern, um das alles auszuzählen, sagt Livia Schäffler. Genetische Methoden sind der Ausweg. Bei dieser Technik werden die einzelnen Arten anhand ihrer Gene auseinandergehalten. Der Computer vergleicht sie mit einer Datenbank im Netz und spuckt Listen aus. Grundlage solider Forschung. Livia Schäffler will unter anderem klären, welchen Anteil Pestizide am Verschwinden der Insekten haben. Der Gedanke liegt nahe und es gibt auch verschiedene Hinweise aus der Wissenschaft, dass das wohl der Fall ist. Und wir haben die Hypothese, dass es insbesondere das Ausbringen von Pestiziden, was Insektizide, Herbizide und Fungizide mit einschließt. Und das möchten wir jetzt mal im Detail untersuchen, um dann eben belastbare Daten zu liefern und die zurzeit ja ziemlich emotional und hitzig geführte Debatte von allen Seiten so geführt, mit harten wissenschaftlichen Daten unterlegen zu können. Für die Genanalyse werden die Insekten pulverisiert und mit einer Lösung versetzt. Läuft wieder, bitte.
Ziel ist es, zusammen mit den 8 anderen Forschungsinstituten die Krefelder Studie weiterzutreiben. Im Moment sieht es so aus, dass ein Fenster offen ist aufgrund dieser Publikation der Krefelder Kollegen, wo man wirklich etwas für den Artenschutz erreichen kann, wo man auch Gehör in der Politik sich verschaffen kann. Uns treibt es wieder zum Bodensee. Die Apfelplantage steht in voller Blüte. Alexandra Maria Klein hat ihre Doktorandin mitgebracht. Denn jetzt heißt es Pollen sammeln. An einem Baum der Sorte Elster. Mit dem Pollen wollen die beiden die Topaz-Äpfel in der Plantage bestäuben. Mit der Hand. Aber allein schon den Pollen zu gewinnen ist nicht ganz einfach. Die Biologinnen müssen den genauen Zeitpunkt treffen, wenn er reif ist. Jetzt ab unters Netz, zur Bestäubung mit der Hand. Jede einzelne Blüte wollen sie bei den Testbäumen bestäuben. Für nur 5 Bäume brauchen die beiden schon 5 Stunden. Die Handbestäubung nur dieser einen Plantage würde nach unseren Berechnungen mehr Kosten von rund 1 Million Euro verursachen. Und ob am Ende überhaupt eine befriedigende Qualität erreicht werden kann? Sieht etwa so die Zukunft aus? Die Zukunft des Obstbaus mit der Hand zu bestäuben? Ich hoffe nicht. Nebenan im Insektenhaus wohnt die Konkurrenz. Ist ja fast alles besetzt, hier ist ja kaum was offen. Das Insektenhaus für Wildbienen steht am Rand der Apfelplantage. Bauer Marschall hat gleich mehrere aufgebaut. Mit Erfolg. Hast du die Mauerbiene gesehen? Das sind die, die in den Plantagen, in den Apfelplantagen immer sehr, sehr viel. Genau, die große, die jetzt hier reingegangen ist, die am Bauch sammelt. Die hat den ganzen Bauch voller Pollen. Mauerbienen gelten deshalb als sehr effektive Bestäuber, so wie viele ihrer wilden Kolleginnen. Die fliegen einfach noch mal zu anderen Zeiten als die Honigbienen. Die können oft bei schlechterem Wetter können die manchmal noch fliegen oder auch wenn es windiger ist. Und dann können sie die ergänzen. Also das ist wieder dieses Prinzip der Biodiversität. Jede Art hat eine eigene Nische. Und wenn diese ganzen Nischen gefüllt sind und eine fällt mal aus, dann kann diese andere Art da einspringen und dann hat man immer eine Bestäubungsleistung. Und die ist wichtig für die Obstproduktion. Ob es wirklich auch ohne Bienen geht, wie Bauer Marschall meint? Alexandra Maria Klein macht sich auf, um ihren Studenten die Vielfalt von Insekten zu zeigen. Rumänien. Sie mussten ganz schön weit fahren, um das letzte Insektenparadies Europas zu erreichen. Unberührte Naturlandschaft in Transsilvanien. Sind wir den Greifvogel noch? Wollen wir mal schauen, wo wir unsere erste Aufnahme hier machen wollen? Mhm. Jetzt ist es ja recht windig, also würde ich sagen, wir gehen da runter. Jetzt wird es spannend und auch anstrengend in der Hitze. Wir kommen vorwiegend nach Rumänien, weil wir hier in einer ganz kurzen Zeit alles finden, also die Formenvielfalt finden, die es bei uns eigentlich auch gibt, aber wir finden sie nicht so schnell. Wir müssen ganz, ganz lange danach suchen. Hier am Hang beobachten die Studenten jeder einen etwa 3x3 Meter großen Bereich für 30 Minuten und versuchen in der Zeit alles zu fangen und zu protokollieren. Extensive Schafbeweidung ist in Rumänien weit verbreitet. Gut für Insekten. Und dann finden sie etwas Besonderes. Die Raupe eines Nachtschwärmers. Ein wunderschönes Tier. Aus ihr wird ein Wolfsmilchschwärmer. Wir können sie versuchen zu füttern, wie sie das findet. Ja, guckt, sie fängt gleich an zu fressen. Und ihr seht ja, die tut jetzt auch so, als wenn sie giftig wäre und als wenn sie gefährlich wäre. Die hat ja diesen Stachel da. Und da haben dann die Vögel schon auch ein bisschen Respekt davor. Die Vielfalt von Insekten spiegelt sich in der Vielfalt der Landschaft. Ist sie kleinräumig strukturiert, also kleine Äcker mit Hecken und Säumen, gibt es auch viele Insektenarten.
Wenn ihr hier in die Landschaft reinschaut, ihr seht ja, hier ist mal ein ganz kleines Stück gemäht für die Kuh, die im Stall steht. Und den nächsten Tag mähen sie daneben ein Stück. Das andere ist schon wieder nachgewachsen. Also wir haben hier so viel Vielfalt, dass sich hier jedes Insekt wohlfühlen kann. Und deswegen finden wir hier auch in so kurzer Zeit einfach alles. Und das haben wir in Deutschland nicht mehr. Die Gruppe untersucht noch zwei weitere Naturwesen. Geradezu überquellend von Leben. Zahllose Heuhüpfer, Wildbienen und Schmetterlinge. Und das ein oder andere Tier muss dann sterben, um es später untersuchen zu können. Vielleicht ein Dieselfalter. Dies fällt den jungen Leuten zunehmend schwer. Sie erkennen immer mehr die Schönheit und Wertigkeit dieser Geschöpfe. Doch ohne wissenschaftliche Ausbildung kein Nachwuchs an Experten, die gerade jetzt in Zeiten der Insektenkrise so dringend gebraucht werden. Denn nur was man kennt, kann man schützen. Im provisorischen Labor der Pension werden die gefangenen Tiere genau untersucht und bestimmt. Es ist eine aufwendige Arbeit, für die man ruhige Hände braucht. Schon an einem Nachmittag finden sie eine überwältigende Artenvielfalt. Rumänien hat noch viele stabile Biotope. Doch 90% der weltweiten Landwirtschaft ist von Agrochemie geprägt, was dazu führt, dass Biotope instabil werden. Wie können Artenvielfalt und Landwirtschaft wieder versöhnt werden? Eine nachhaltige Landwirtschaft braucht auf jeden Fall kleinere Flächen. Am besten wäre es, wir haben gar nicht mehr diese großen Traktoren, weil die viele Probleme haben. Die verdichten den Boden und wir haben große Monokulturen und einfach keinen Lebensraum mehr. Also kleiner und um diese Flächen herum mal eine Hecke, mal ein Blühstreifen, mal ein aufgehäufter Steinhaufen. Sowas müssen wir wieder mehr reinbringen. Eine weniger effiziente Landnutzung, für Insekten ein Segen, für Bauern schwer vorstellbar. Vielleicht müsste man die Bauern dafür entschädigen, dass sie wieder kleinteiliger arbeiten und weniger Pestizide einsetzen. Wenn wir dann auf der Fläche mal ein Pestizid einsetzen, dann ist das wahrscheinlich gar nicht so dramatisch. Deswegen ist es erstmal ganz, ganz wichtig, dass wir an dieser Landschaft arbeiten, dass wir wieder eine kleinräumigere Landschaft hinbekommen. Eigentlich müssen wir die Landwirte, und die sind dazu bereit, das sind ja oft ganz tolle Menschen, die ein sehr, sehr großes Wissen haben, wir müssen sie dazu kriegen, dass sie unsere Naturschützer der Zukunft werden, dass sie produzieren und gleichzeitig unsere ganzen Arten erhalten. Eine schöne Vision. Nach der vielen Arbeit noch etwas Tolles für die Studenten aus Freiburg. Ein nächtlicher Lichtfang. Der hat aber nur noch ein Sprungbein, oder? Ja, da fehlt was. Ein Warzenbeißer. Ein großer Verlierer der modernen Landwirtschaft. Und kurz später eine nächste Rarität. Ein großer Schwärmer. Die Studenten haben so einen Ligusterschwärmer noch nie gesehen. Er gehört zu den größten Nachtfaltern. Eine lehrreiche Reise in eine vergangene Welt. In eine Welt, wie sie bei uns vor 60 Jahren noch war. Was nur hat sich verändert? Seit 60 Jahren setzt die Landwirtschaft flächendeckend Pestizide ein. Ein Zusammenhang mit dem Insektensterben liegt da nahe. Am Rand des Pfälzerwaldes an der Universität Koblenz-Landau sind die ersten Proben vom Forschungsprojekt in der Eifel eingetroffen. Carsten Brühl untersucht die Bodenproben vom Eifler Acker auf Pestizide. Nichts Besonderes, könnte man meinen. Aber Äcker werden bislang anscheinend gar nicht auf Pestizidgehalte untersucht. Man müsste ja auch annehmen, dass der Ackerboden an sich, heißt ja immer Bodenfruchtbarkeit, ist so wichtig, dass der eigentlich die letzten 50 Jahre immer regelmäßig untersucht wurde. Das ist nie passiert. Wir haben gute Daten für Gewässerbelastung.
Aber der Boden, das ganze terrestrische System ist bisher überhaupt noch nie betrachtet worden. Also anscheinend weiß niemand, wie stark Ackerböden mit Pestiziden belastet sind. Wie giftig sind denn die eingesetzten Pestizide eigentlich? Ja, die Giftigkeit, zum Beispiel von einem Insektizid, kann sein 20 Gramm auf einen Hektar. 20 Gramm, stellt man sich eine Schokolade vor, das ist so ein Riegel, den man da nimmt. Und den müsste man verteilen auf einer Fläche 100 mal 100 Meter. Und das hätte zur Folge wiederum, dass alle Insekten, die sich da drauf bewegen, tot sind. Das ist schon sehr toxisch. Das ist einfach, ja. Die Proben aus der Eifel werden auf Rückstände untersucht. Das Forschungsprojekt läuft 3 Jahre. Pestizide werden vom zuständigen Bundesinstitut nur einzeln bewertet. Tatsächlich zum Einsatz aber kommt ein Cocktail aus vielen Chemikalien mit unbekannten Kreuzwirkungen. Es ist mittlerweile auch Konsens, dass Pestizide einen großen Einfluss darauf haben, auf die Biodiversitätsrückgänge, die man beobachtet, bei Insekten und bei Feldvögeln und bei anderen Gruppen auch. Und damit muss man sich auseinandersetzen. Weil wenn wir uns anschauen, dass wir diese Biomasse-Rückgänge haben von 80% in 30 Jahren grob, wenn wir noch mal 15 Jahre warten, dann sind die Insekten wirklich weg. Ja, das ist ähnlich wie beim Klimawandel. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir jetzt handeln müssen und wir müssen enorm handeln. 30% der Äcker müssten eigentlich zu Brachen werden, sagt Carsten Brühl. So sehr geschwächt seien die Insektenbestände. Eine extreme Forderung, wie sie auch Professor Berthold hätte formulieren können. Der Ornithologe ist bekannt dafür, dass er sagt, was er denkt. Aber er handelt auch. Hier war früher ein Maisacker. Mit Hilfe der Heinz-Sielmann-Stiftung hat Professor Berthold aus dem trostlosen Acker einen See gemacht. Eine Oase für die Natur. Auf einer Fläche von 10 Hektar entwickelte sich in nicht mal 10 Jahren ein reicher Lebensraum mit Tümpeln und Gräben. Nicht nur dieser Weiher, weitere mehr als 100 Biotope im Bodenseeraum konnte Peter Berthold mit dem Biotopverbund neu schaffen. Kann man so die Welt retten? Das Ziel ist letztlich Biodiversität, Artenvielfalt in unserem Land in Biotopen, in möglichst vielen, zu konservieren, in einer Art von Arche Noahs. So lange, bis hoffentlich mal wieder unsere gesamte genutzte Fläche so weit reökologisiert wird, dass ich von diesen Archen Noahs die Biodiversität wieder in die Fläche verteilen kann, was im Augenblick nicht möglich ist. Wir haben zurzeit keine Chance, unsere landwirtschaftlich genutzte Fläche so zu gestalten, dass da in großer Zahl wieder Tiere und Pflanzen einwandern können. Das wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Und damit in der Zwischenzeit nicht alles vor die Hunde geht, sind das sozusagen Konservierungsbiotope, in denen wir viel Artenvielfalt wie in kleinen Naturmuseen erhalten können oder zumindest versuchen zu erhalten, damit sie sich von dort aus später wieder ausbreiten können. Ein ambitionierter Plan. Ob er gelingen kann? Dazu müsste die Bewirtschaftung der Felder radikal insektenfreundlicher werden, so die Wissenschaft. Mit Blühstreifen und Hecken und viel weniger Chemie. Das heißt, wir könnten unter Umständen erleben, dass wir die Landwirtschaft dazu bringen, wieder ganz insektenfreundlich zu arbeiten und die Insekten trotzdem nicht in großer Zahl zurückkehren, weil durch die Lichtverschmutzung und durch den Straßenverkehr nach wie vor zu viel verloren geht. Das müssen wir mal abwarten. Lichtverschmutzung. Also das Phänomen, dass wir die Nacht zum Tag machen, mit immer mehr Licht die Nächte ausleuchten. Hat dies einen unterschätzten Einfluss auf das Verschwinden der Insekten? Wir wollen das genauer wissen und treffen Franz Hölker, Leiter der Arbeitsgruppe Lichtverschmutzung vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie. Gemeinsam fahren wir in den Sternenpark Westhaveland in Brandenburg. Franz Hölker untersucht seit Jahren die massiven Auswirkungen des künstlichen Lichts auf Insekten. Denn Licht zur falschen Zeit bringt Ökosysteme aus dem Gleichgewicht. Der Biologe bereitet das Versuchsfeld vor.
Studien seiner Kollegen zeigen, dass Lichter einer lauen Sommernacht in Deutschland über 1 Milliarde Insekten aus den Ökosystemen entziehen, die zum großen Teil verenden. Das Versuchsfeld besteht aus 12 Straßenlaternen mitten im Sternenpark. Hier ist Dunkelheit eine Attraktion, die geschützt wird. Der perfekte Ort für Forschung mit Licht. Was wir untersuchen wollen, ist, ob eben Licht in der Nacht und wie Licht in der Nacht sich auf Ökosysteme auswirkt. Auf die Landökosysteme, in diesem Fall eine Grasfläche und eben der benachbarte Graben, das ist so ein 5 Meter breiter Graben. Und wie viele von den desorientierten Insekten werden an die Lampen angesaugt werden. Man spricht mittlerweile auch von einem Staubsaugereffekt, wenn man eine Straßenbeleuchtung hat, weil wie ein Staubsauger entnimmt dieser dann Tiere aus benachbarten Habitaten, aus benachbarten Lebensräumen, sodass die nicht mehr zurückkommen können. Insekten haben Schwachlichtsensoren. Sie orientieren sich am Mondlicht. Straßenlaternen blenden sie stark. Sie können sich nicht entziehen. Sind denn Nachtfalter auch vom Insektensterben betroffen? Die Bienen fliegen tagsüber, aber nachts gibt es auch ganz viele Nachtbestäuber, die auch eine ganz wichtige Funktion als Bestäuber erfüllen. Das ist auch noch gar nicht so lange bekannt, wie wichtig das ist. Und wenn man sich jetzt überlegt, die Hälfte der Erde ist immer dunkel und ungefähr die Hälfte der Insekten sind nachtaktiv. Das ist also ein großer Teil der Artenvielfalt, die wir auf der Erde haben, hat sich an diese Dunkelheit angepasst. Und wird vom Licht gleichsam magisch angezogen. Dann kommt es zur Zirkulation um die Laterne bis zur totalen Erschöpfung. Franz Hölker hat eine Barrierewirkung von Straßenbeleuchtung festgestellt. Aufgereihte Laternen fragmentieren nachts die Landschaft, wie es tagsüber die Straßen tun, in unüberwindbare Räume ohne genetischen Austausch. Verschiedene kleine Fliegen, Nachtfalter, Zugmücken. Aber ist wenig, oder? Ist wenig. Diese Bilder aus den 70er Jahren haben wir in unserem Archiv gefunden. In dieser Nacht sieht es selbst hier im Naturpark traurig aus. Auch Franz Hölker hat insgesamt einen deutlichen Rückgang der Insektenpopulationen festgestellt. 600 Kilometer weiter südlich arbeiten Kinderhände gegen das Insektensterben. Blühpflanzen kommen in Abtsgmünd in die Erde der Schwäbischen Alb. Sauerampfer, Flockenblume oder Kuckuckslichtnelke. Kinder vom Naturkindergarten schaffen Lebensraum für biologische Vielfalt am Rande eines Gewerbegebietes. Die Artenvielfalt hat in den letzten 30 Jahren enorm gelitten. 80% weniger Insekten, da muss man was tun. Und wir seitens der Gemeinde haben vor 5 Jahren gesagt, was können wir tun? Und damit haben wir begonnen, Wildblumenwiesen anzusehen. Ein großes Programm rund um die Artenvielfalt ist entstanden. Der Abtsgmünder Wildblumensommer, so heißt das Projekt. Mit jeder Menge Veranstaltungen und Tipps, wie Bürger helfen können. Inzwischen konnte die Gemeinde bereits 75 Wildblumenwiesen einrichten. Darunter auch solche Blühstreifen, die Philipp Unterweger inspiziert. Der Biodiversitätsplaner berät Gemeinden und Interessierte bei der Umsetzung von Naturflächen. Der Biologe arbeitet auch als Fotograf. Seine Fotos erzählen von der Schönheit einer nachhaltigen Landwirtschaft. Philipp Unterweger begegnet oft Unwissenheit bei Politik, Kommunen und Bürgern. Man will etwas für die Insekten tun und weiß gar nicht wie. Und dann sät man irgendeine kunterbunte Mischung, die den Insekten aber gar nicht hilft. Und das andere ist dieses Katalogdenken. Die Leute glauben immer, es muss bunt aussehen, es müssen alle Farben vertreten sein. Aber für unsere Insekten, denen es ja ganz schlecht geht, das sind ganz andere Kriterien, die bunt bedeuten. Zum Beispiel, dass Insekten Schlupfwinkel finden für die Überwinterung. Philipp Unterweger interessiert sich mehr für die echte Naturwiese auf der anderen Straßenseite.
Blühstreifen sind oft nur reine Tankstellen. Sie bieten leckeren Nektar, aber kaum Lebensraum. Doch Bürgermeister Kiemel weiß, dass er damit auch die gleichgültigen Bürger erreicht. Innerorts muss man doch ein bisschen danach schauen, dass er das Auge sieht ja mit. Jetzt draußen im Außenbereich, da lassen wir das natürlich auch bewusst über den Winter stehen. Weil wenn man weiß, dass viele Insekten in Strohhalmen oder in Halmen überwintern, ist es natürlich enorm wichtig. Und wir brauchen, wenn wir pflanzen, eben Insektenfabriken, wo die den Winter überstehen, wo die sich reproduzieren können ungestört. Und wir brauchen eben nicht nur diese Tankstellen, die zwar Nektar und Pollen liefern, aber für die Vermehrung gar keine Rolle spielen. Insekten brauchen mehr Wertschätzung und eine Landwirtschaft. Das Gegenmodell zur industriellen Landwirtschaft, die die Sorge um die Natur einschließt und nicht nur Kalorien produziert. Ein Schmetterling, eine schöne Wildbiene, die bringt so viel Freude und Glück. Das ist einfach Teil unserer Kultur und Teil unserer Natur und Teil der Schönheit, die uns glücklich macht. Es ist Herbst geworden. Erntezeit in der Plantage am Bodensee. Wie ist das Experiment ausgegangen? Die Handbestäubung hat extrem viele Äpfel gebracht. Doch die meisten sind zu klein für den Markt und können nur noch zu Saft gepresst werden. Ein Verlust für Obstbauer Marschall. Die vielen minderwertigen Äpfel bei der Bestäubung per Hand zeigen, das kann nicht die Lösung sein. Die Handbestäubung ist aufwendig und eigentlich keine Option. Wenn man das richtig gut machen will, dann braucht man sehr, sehr viel Erfahrung. Die Handbestäubung kommt für uns ja hier eh nicht in Frage. Wer soll das machen? Jetzt wird es spannend. Was ist in der roten Parzelle passiert, wo die Insekten völlig abgeschirmt waren? Alexandra Maria Klein ist erstaunt, dass ein paar recht große Äpfel trotzdem hier hängen. Aber keine Kerne, keinen einzigen, weil die Biene da nicht dran war und nicht bestäubt hat. Und durch die Kerne wird sich auch der Nährstoffgehalt in den Äpfeln verändern. Also das wird schon anders sein. Ohne Bienen schlechte Qualität. Die Sache mit den fehlenden Kernen hält die Forscherin für gravierend. Keine Kerne bedeutet, die Bäume sind nicht fortpflanzungsfähig. Sie sind zu groß, sie werden anderen Nährstoffgehalt haben, werden sich nicht so gut lagern lassen und es sind ein paar zu wenige. Wir brauchen eben doch Insekten. Ohne die Natur geht es nicht. Okay, ich bin ja ein Befürworter. Ich bin ja ein absoluter Befürworter von Insekten und von Vögeln und von allem. Es ist ja momentan auch nicht alles tot. Wir hier am Bodensee, wir versuchen ja auch unser Möglichstes zu tun. Es sind hunderte von Hektar Blumenwiese angesät worden. Jeder Acker kann man beobachten, muss außenrum ein Streifen hingesät worden. Ich glaube, wir sind schon auf dem richtigen Weg. Die Landwirtschaft, die macht auch sehr viel für Insekten. Nur sind wir zu wenig. Also es muss die ganze Bevölkerung muss allmählich mal anfangen, umzudenken. Und das Fazit des Experimentes? Die Handbestäubung brachte rund 70% mehr Ertrag, von schlechter Qualität. Die abgeschirmten Bäume dagegen hatten zu wenig Äpfel, ein Minus von 30% und keine Kerne. Was wir gesehen haben, ist da, wo die Bienen bestäubt haben, da haben wir eine sehr, sehr gute Anzahl von Früchten, eine gute Ernte und vor allen Dingen eine super Qualität. Deswegen können wir das Fazit bringen, die Bienen haben das am besten gemacht. Der mittlere Apfel ist also der Sieger. Eine Koproduktion von Bauer Marschall, seinen Bäumen und den Insekten. Unsere Expedition in die Welt der Insekten geht zu Ende. Was haben wir erfahren? Straßenverkehr und der Flächenverbrauch setzen ihnen stark zu. Auch die Verschmutzung der Nacht durch Licht saugt Millionen von Insekten in den Tod. Die stärkste Bedrohung? Die ausgeräumten Landschaften, die Monokulturen. Und der jahrzehntelange Einsatz von Pestiziden, der riesige Flächen unseres Landes in insektenfreie Zonen verwandelt. Wobei völlig unklar ist, wie sich diese vielen Gifte in Kombination auswirken. Wir brauchen wieder eine Landwirtschaft, in der Platz ist für Hecken, Wiesen und Raine. Wir brauchen Landwirte, die für das Schaffen von Artenvielfalt bezahlt werden. Mehr Kommunen und Bürger, die sich für Brachen- und Blühflächen engagieren. Damit Insekten überleben können. Zu unserem eigenen Nutzen.